Hallo du, schön, dass du wieder mit dabei bist auf meinem Kanal Natürlich Nine. Heute gibt es einen Vlog, der aus 3 Monaten besteht, und zwar November, Dezember und Januar. Ich möchte endlich wieder aktuell werden mit den Videos, ich möchte endlich wieder aufholen, deswegen werde ich das alles ein bisschen mehr zusammenfassen und ich habe auch immer wieder weniger gevloggt, allerdings habe ich auch immer wieder Reisen unternommen und die möchte ich auf jeden Fall mit euch teilen. Aber so den Alltag von mir gibt es erstmal ein bisschen komprimierter, bis ich wieder aktueller bin. Ich werde zu diesem Video einfach noch einen Voice-Over machen, da ich nicht so viel in die Kamera gesprochen habe und euch einfach so ein bisschen erklären möchte, was ich da eigentlich so alles mache. Viel Spaß mit diesem Vlog. Im November habe ich fast gar nicht gevloggt, aber ich habe sehr viel mit den Katzen geschmust. Und habe auch häufiger containert. Das war die Ausbeute von einem Laden an einem Abend. Im Oktober habe ich jemanden kennengelernt, der mittlerweile einer meiner besten Freunde ist, und der hat mich zu einem Geburtstag von einem Freund von ihm mitgenommen. Der war an einem Flugplatz und dort gab es so kleinere Flugzeuge und aber auch Segways, und damit bin ich dann gefahren. Und das war sehr, sehr witzig und hat richtig viel Spaß gemacht. Aber es war auch richtig kalt. If I posted a letter. Woo! Expel now. Hat er überhaupt irgendwas aus jetzt? Ja, doch, man sieht türkis. Es war total der coole und entspannte Geburtstag. Und wir haben bis früh um 7 einfach gespielt und dann hatten wir einen wunderschönen Sonnenaufgang. Das ist übrigens in der Rhön, also in Bad Neustadt an der Saale. Ich liebe ja einfach Drohnenaufnahmen und vom Herbst sind die Drohnenaufnahmen, finde ich, immer nochmal was sehr Besonderes, weil es einfach so bunt ist und ich finde, es hat irgendwie was von Korallenriffen, von der Unterwasserwelt, ich weiß auch nicht. Ja, da war ich dann wieder containern. So sieht es dann aus, wenn es in der Tonne liegt. Eine ganze Tasche voll habe ich mitgenommen. Ein Teil davon habe ich aber auch verschenkt. Vor allem gab es viel Salate, Karotten, Chicorée und Bananen. Salami, ein bisschen Gemüse und Salate habe ich verschenkt. Ich habe jetzt einen Salat gemacht. Und zwar ist da ein Container da Endivien-Salat drin. Ein bisschen was hier von dem Mix, ein bisschen was vom Feldsalat. Dann sind da noch Tomaten drin und angebratene Champignons und Zwiebel in Ringen. Außerdem ein veganes Filet, und zwar das hier. Hähnchenart, habe ich klein geschnitten und auch mit angebraten. Das sind die Teile hier. Tomate ist mit drin, Gurke ist containert und als Dressing habe ich einmal das hier. Das vegane Dressing Sylter Art, steht auch hier nochmal vegan dabei, war reduziert. Und hier auch Sylter Salatfrische, gibt es beides im Rewe, oder das gab es zumindest mal. Also so sahen die Filets im Ganzen aus und ich habe die klein geschnitten und mit rein. Und das Ganze werde ich mir jetzt schmecken lassen. Hallo ihr Lieben, heute ist der 14. Dezember, ein Mittwoch. Ich hoffe, ihr versteht mich gut wegen dem Feuer. Ich dachte mir, ich stelle heute mal wieder die Kamera auf und erzähle euch einfach mal ein bisschen, was so aktuell los ist in meinem Leben. Denn ich habe seit 2 Monaten nicht mehr, oder seit über 2 Monaten nicht mehr in die Kamera gesprochen. Habe in der Zeit viel Video geschnitten, bin auf jeden Fall gut vorangekommen. Habe auch so viel im Hintergrund gemacht, zum Beispiel viel im Haus gemacht, aber auch viel für Instagram. Habe auch viele neue Leute dieses Jahr kennengelernt und viel mit Leuten unternommen. Ich hatte es aber meistens, dass ich es ziemlich extrem hatte, 2 Wochen lang nur daheim und nur noch Sachen erledigt, dann 2 Wochen komplett irgendwie unterwegs gewesen und Leute getroffen und was weiß ich was. Also dieses Jahr war sehr interessant auf positive Art und Weise. Ich bin viel durch die Gegend gereist. Also ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, meine Arbeitsaktion im August und September. Ich war an sehr, sehr vielen Orten. Da habe ich auch einiges an Videos gedreht. Problem ist, dass ich die Kamerakarte
die SD-Karte mit 120 GB Videomaterial verloren habe. Ich vermute, es war im Oktober in Griechenland, da habe ich es zuletzt gesehen und seitdem nicht mehr. Ich habe an allen möglichen Orten geschaut, wo es sein könnte. Ja. Ich hatte auf jeden Fall einmal in Nordheim gefilmt und habe euch da ein bisschen mehr erzählt, wie es mir aktuell geht und wie es für mich so ist, allein als Frau zu reisen, weil ich mir das sonst immer nicht vorstellen konnte, weil ich ja schon irgendwo gewissermaßen Angst davor hatte oder großen Respekt davor und dachte, ich würde mich bestimmt ständig verlaufen und einsam fühlen und solche Sachen, aber ganz und gar nicht. Es war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Auch wenn es mit der Agentur im Nachhinein noch ziemlich viel Ärger gab, weil die meinten, die Rechnungen nicht zu zahlen oder nicht pünktlich oder nicht alles oder was weiß ich. Da renne ich jetzt noch hinterher und habe den Fall jetzt an ein Inkassobüro abgegeben. Es ist einfach nur nervenaufreibend. Es waren zwei sehr anstrengende Monate, aber ich bin auch viel rumgekommen. Ich habe viel gesehen, viel erlebt. Von daher, ja, war auf jeden Fall trotz allem, würde ich sagen, eine gute Erfahrung. Ich freue mich jetzt schon sehr auf den Jahresrückblick von diesem Jahr, beziehungsweise ich mache immer zwei Jahresrückblicke. Die werden dieses Jahr, glaube ich, sehr besonders, weil ich eben so viel gereist bin und ich freue mich sehr darauf, die zu schneiden und ja, hoffe, euch werden sie dann auch gefallen. Ich war dieses Jahr im März in Österreich, ich war im August für einen Tag in Roermond, das ist in den Niederlanden, und dann war ich im Oktober noch für eine Woche in Griechenland, um genau zu sein, auf Kos. Und in einer Woche bin ich schon wieder in den Niederlanden. Ich gehe für zwei Tage nach Amsterdam. Ich fahre 10 Stunden mit dem Bus hin am Dienstag, den 20. und fahre dann am 23. wieder 10 Stunden mit dem Flixbus zurück. Für zwei Tage Aufenthalt, also hätte ich den Urlaub gebucht, hätte ich auf jeden Fall länger gebucht, aber ich wurde von einem Freund eingeladen, da er eh ein Doppelzimmer hat und eh noch einen Gutschein für den Flixbus übrig hatte und ja, mich quasi eingeladen hat. Ja. Ansonsten im Allgemeinen geht es mir ziemlich gut. Also ich habe meistens gute Laune, aber wenig Motivation, um Sachen zu machen. Es steht auch irgendwie immer viel an bei mir. Ich weiß nicht, ich habe immer was zu tun, mir ist nie langweilig. Aber ich habe meistens nicht so die Motivation oder die Lust dazu, die Dinge zu machen. Zum Beispiel habe ich hier hinten noch eine Ecke mit Sachen, die ich loswerden möchte, also Sachen, die ich verkaufen möchte. Ich habe ja ziemlich viel die letzten Jahre ausgemistet, aber es ist doch recht viel liegen geblieben. Einiges bin ich auf Flohmärkten losgeworden, einiges bin ich online losgeworden. Das kriegt ihr gar nicht so viel mit, das passiert mir im Hintergrund. Aber es sind immer noch sehr viele Sachen hier, meiner Meinung nach zu viele. Manchmal fühle ich mich noch erdrückt von zu viel Kram. Heute zum Beispiel war es mir wieder zu voll hier im Raum, da habe ich erstmal aufgeräumt. Ich merke, dass sich da innerlich bei mir viel getan hat, dieses Jahr, vielleicht auch letztes Jahr. Also ich habe gemerkt, dass mich Chaos mehr stört, Chaos und Dreck mehr stört, was sonst mir eigentlich egal war oder ich noch gesagt habe, ich fühle mich wohl damit. Das hat sich geändert, es ist mittlerweile so, dass ich mich erdrückt fühle von zu vielen Sachen, mich das stört, mich das stresst, weil jedes Teil sagt irgendwie, roll mich auf, mach mich sauber. Kümmere dich um mich und es ist so, als würden diese Gegenstände zu mir sprechen. Ich glaube, das können einige nachvollziehen. Noch ein paar letzte Worte zu diesem Jahr. Dieses Jahr war echt der Hammer. Also es gab zwar viele Auf und Abs, Höhen und Tiefen, aber im Größten und Ganzen war es ein sehr, sehr gutes Jahr. Ich habe wieder deutlich mehr gearbeitet. Ich habe auch viele neue Leute kennengelernt. Ich habe viel über mich selbst gelernt und bin über mich hinausgewachsen in verschiedenen Punkten. Was genau das ist, möchte ich mir selber nochmal Gedanken machen. Ich merke auf jeden Fall, dass sich in mir was geändert hat, dass ich stabiler geworden bin, dass ich leichter mit schwierigen Situationen umgehen kann. Da hat auf jeden Fall mir die letzten Jahre sehr viel Persönlichkeitsentwicklung geholfen, Bücher lesen, Videos schauen. Falls ihr da mehr dazu wissen wollt, schreibt mir das mal in die Kommentare, dann werde ich da vielleicht mal ein Video zu machen. Zu Persönlichkeitsentwicklungsbüchern habe ich ja mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben. Da habe ich euch gezeigt, welche Bücher ich bestelle. Ich denke, ich werde auch nochmal ein Review machen, wenn ich die meisten davon gelesen habe. Ich bin noch dabei, ich schaffe es nicht so oft mit Lesen. Meistens lese ich nur in der Badewanne und durch mein ADHS fällt es mir oft schwer, ein Buch zu lesen, weil ich so oft in Gedanken einfach abschweife und dann ewig brauche, um was zu lesen. Ja, und bin auch mal gespannt, wann, wie oft und wie viel ich reisen werde. Konkret ist noch nichts geplant. Es ist aber die Idee, im Februar nach Österreich zu fahren, weil zweites Heimatland.
zum Skifahren. Ihr wisst wahrscheinlich, wie sehr ich Skifahren liebe. Da kann ich euch auch gerne nochmal die letzten Skifahrvideos verlinken. Da war ich mit Kai, meinem besten Freund, unterwegs und es war sehr, sehr schön. Bis auf, dass ich danach dann Corona hatte und deshalb in Quarantäne musste. Aber Corona war bei mir zum Glück quasi nichts, also weniger als ein Schnupfen. Dieses Jahr war auch komplett ungeplant mit Urlaub und alles hat sich irgendwie so ergeben. Deswegen, ja, ich schaue einfach, wo das Leben mich so hintreibt und mache das Beste draus, auch wenn es schlaftechnisch nicht so gut läuft. Ich schlafe immer noch sehr spät ein, meistens 4, 5 Uhr morgens, teilweise 6 Uhr morgens und komme einfach nicht aus dem Bett raus und bin einfach den ganzen Tag müde. Aber mal abgesehen davon und abgesehen von meinen körperlichen Problemen geht es mir gut. Ich hoffe, euch geht's soweit gut und wünsche euch alles Liebe und Gute. Da war Mini festgehangen, ich durfte ihr aber auch nicht helfen. Also habe ich einfach zugeschaut und fand's lustig. Wie geht's dir gut, Mini? Du würdest mich jetzt bestimmt angreifen, wenn du deine Pfote hättest, gell? It's the time of year, winter wonderland, my winter wonderland. It's the time of year, my winter wonderland, my winter wonderland. I wanna sing about the Christmas on its way, a reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing, it's the time of year again. I'm happy you're here. My winter wonderland. Oh, my winter wonderland. Oh, my winter wonderland. Dann war Silvester und das habe ich bei dem Freund gefeiert, den ich im Oktober kennengelernt habe. Wir haben bei ihm zu Hause gefeiert und die Musik war echt nicht meins, deswegen bin ich recht früh von der Party weggegangen und habe mich ins Bett gelegt. Ich hasse Techno, es macht mich nach einer Zeit einfach aggressiv und es lief den ganzen Abend nur Techno, es ging einfach nicht für mich. Aber wir haben vorher Feuerzangenbowle gemacht und das war recht witzig. Was Dummes mach. Ja. Bereit? Ja. Physiker machen immer was Dummes. Hup. Ey, ich hab's gewusst. Und der Herr Christopher auch nochmal. Ein fröhliches neues Jährchen. Gut, den Ton schneide ich dann raus. Wieso? Könnt ihr euch vorstellen, dass diese süße Katze hier einfach Straßenkatze war und nicht mal zum Futternapf gekommen ist, wenn ich sie draußen gefüttert habe? Und mittlerweile wohnt sie schon bestimmt seit einem Jahr hier und genießt einfach das Leben und ist so zutraulich geworden, dass ich mal überhaupt an ihren Bauch darf und sie das so genießt, hätte ich nicht gedacht. Ist unglaublich, was mit ihr
passiert ist in positiver Art und Weise. Und es ist einfach so schön zu sehen, wie entspannt sie auch ist und wie sehr sie es genießt, wie anhänglich sie geworden ist und wie gut sie auch auf ihren Namen hört. Es ist einfach so schön. Das ist Maxi, auch eine der Straßenkatzen, und ab und zu kommt er mal rein und da war er sehr verspielt und ich habe einfach ihn ein bisschen beschäftigt. Ich hatte so Sehnsucht nach Skifahren und bin einfach in die Rhön gefahren, was nicht so weit von mir weg ist, also vielleicht 45 Minuten. Aber die Strecken dort sind viel zu einfach, der Berg ist einfach viel zu flach, es ist wirklich einfach perfekt für Anfänger. Aber ich fahre Ski, seit ich 4 bin, und für mich war es dann einfach ein bisschen langweilig, also ich war sehr unterfordert. Es sah einfach wunderschön dort aus. Da war ich mit meinem Mitbewohner dort, der hatte auch Sehnsucht nach Skifahren. Und danach waren wir noch auf dem Rückweg bei meiner Oma und bei meinen Eltern und da gab es dann Apfeltaschen-Vegane und wir haben Mensch, ärgere dich nicht gespielt. Das mache ich immer, wenn ich bei meiner Oma bin. Ja, hier sitzt dann Sarah, die Straßenkatze, die bei mir eingezogen ist. Maxi, die Straßenkatze, die immer wieder mal reinkommt. Meine Lilly und Minnie. Und hier fand ich so faszinierend, wie so wahnsinnig viele Vögel rumgeflogen sind. Ich habe noch nie so viele Vögel auf einmal gesehen. Ist grad schlecht. Nein. Geht grad nicht. Ach, das Süße. Ich hab dich doch vorhin schon geschmust. Ja, wir können auch später noch schmusen. Und das war's auch schon mit diesem Vlog. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, zeig's mir gern mit einem Daumen nach oben und abonnieren nicht vergessen. Und wenn du mehr sehen möchtest, dann schau doch mal in die verlinkten Playlists hier rein. Bis bald, deine natürlich Nine.